Guten Morgen, Sportsfreund. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Matthias und heute geht's um den Bauch. Wer denkt denn nicht manchmal auch, er müsste was für seinen Bauch tun, beziehungsweise er braucht ein Sixpack? Ja, wenn du der gleichen Meinung bist, du brauchst auch ein Sixpack, steh auf, komm zu deiner Matte und lass uns anfangen, ein geiles Workout zu machen. Ja? Also, wir kreisen jetzt erstmal die Schultern. Ja, kreis die Schultern ganz leicht nach hinten, hebst die Schultern, lenkst sie ab. Na, kreis dann nochmal in die andere Richtung, Schultern nach vorne ziehen. Na, richtig groß werden mit dem Radius. Lass sie ganz locker fallen. Ganze große Armkreise. Ganz große Armkreise. Ja, noch 4, 3, 2 und 1. So, komm zur Matte. Geh auf den Rücken. So, Crunches. Okay, Brust ist geöffnet, Hände sind an den Schläfen und du gehst langsam nach oben und wieder Wirbel für Wirbel wieder runter. Ne, Warm-up für die geraden Bauchmuskulaturen. Bleib im Tempo. Versuch die Schulterblätter vom Boden zu lösen. Ne, Ellbogen bleiben weit nach außen geöffnet. Noch 4, 3, 2 und 1. So, leg den Oberkörper locker auf den Boden ab. Nimm deine Knie über die Hüfte, Füße in die Luft, dann tippst du abwechselnd mit dem Fuß auf den Boden. Wir wärmen den unteren Bauchraum auf und halt die Bauchspannung, dass du nicht ins Hohlkreuz fällst. Ne, Knie wieder über die Hüfte bringen. Der Oberkörper bleibt entspannt und locker. Bleib hier paar Sekunden noch, ne, dass der Bauch richtig schön warm wird. Noch 4, 3, 2 und 1. Setz die Füße ab. So, wir gehen jetzt wieder in die Crunches, Hände an die Schläfen, Füße ganz nah an den Po bringen und wir rollen uns hoch. So. Jetzt versuchen wir wirklich in einer Minute so viele Crunches auszuführen, wie es geht. Aber das ist kein Muss. Aber diese Crunches machen wir jetzt eine Minute lang, dass wir gerade Bauchmuskeln bekommen. Yes. Ich versuche die Schulterblätter vom Boden zu lösen. Immer ein Stückchen höher. Yeah, für den festen Bauch. Für die starke Mitte. Ne, steiger dich von jedem Workout zu jedem Workout. Okay. Ne, heb an. Du merkst es im Bauch. Gib. Verlier den Fokus nicht auf den Bauch. Ja. Du machst das sehr, sehr gut. Zieh's durch. Ja, bei mir ist es auch heiß. Du bist nicht alleine. Wir machen die Übung zusammen. Immer wieder haben wir immer wieder so ein Bauchgefühl, ja? Yeah, noch 4, 3, 2 und 1. Sehr gut, wow. Die Minute war sehr, sehr gut. Ja, alles klar, es geht weiter. Es geht weiter mit dem Bauchtraining. Bleib auf der Matte. Komm jetzt in die Plank-Position, werde zum Brett. Setze die Ellbogen unter den Schultern. Brust ist tief. Bauch ist angespannt. Level 1, du bleibst auf den Knien. Level 2, du bringst die Knie hoch. Nein, du bringst wirklich deinen Körper parallel zum Boden. Und einfach halten. Ne, Bauch fest anspannen, Po ist tief, werde zum Brett.
ne? Nicht ins Hohlkreuz fallen, schön parallel zum Boden halten. Ne? Und wenn du nächstes Mal denkst, so, oh, das ist mir zu viel, legst die Knie ab und gehst wieder hoch. Kein Problem, stabilisier die Mitte. Ne? Bauch fest anspannen. Jetzt rotieren wir von Seite zu Seite. So, und dreh dich ein. Ja, dreh dich ein. Wenn es leichter werden soll, setzt du das untere Knie ab. Ne? Fürs nächste Level bleibst du in der Beuge, in dem Plank, dass die Knie oben bleiben. Aber schön eindrehen jetzt. Noch 4, 3, 2 und 1. So. Jetzt bleibst du auf der Seite und einfach halten. Einfach halten. Drück dich aus der Schulter nach oben raus. Einfach halten. Und schieb die Hüfte noch ein Stückchen höher. Das machst du sehr, sehr gut. Alles eine Linie bilden. Na, Richtung Decke drückst du die Hüfte. Ja. So. Jetzt pulsieren wir die Hüfte nach oben. Ja. Wird ganz gerade im Bauch. Und trotzdem pulsiere. Noch mehr verstärkte Übungen für die schlanke Taille. Ziehen wir die Hüfte nochmal hoch. Zieh zur Decke. Ich weiß, ist anstrengend. Noch 4, 3, 2 und 1. Oh, sehr gut. Leg die Knie ab, entspanne dich. So. Jetzt gehen wir zur nächsten Seite. Halt es. Ja. Bauch fest anspannen. Halt den Bauch stabil. Und schön halten. Einfach halten. Puh. Noch 4, 3, 2 und 1. So. Jetzt hebst du wieder die Hüfte nach oben. Schön anspannen alles. Fall nicht rein in den. Lass die Hüfte nicht sacken. Einfach schön nach oben ziehen. Schieb die Hüfte zur Decke. Sehr schön. Noch 4, 3, 2 und 1. Sehr gut. Leg dich ab. Und jetzt gehen wir nochmal in den Plank zurück. Schön halten. Einfach halten. Aber du kannst immer wieder variieren, dass du deine Knie ablegst. Okay? Dass du den die Übung halten kannst. Das ist irre. Du machst dich richtig fertig. Ne? Schön halten. Halte. Einfach halten. Ansonsten leg die Knie ab. Kein Problem. Einfach halten. Spür die Kraft in der Taille. Noch 4, 3, 2 und 1. Pause. Sehr. Streck dich einmal. Geh in die kindliche Position. Komm Wirbel für Wirbel nach oben. Und dann versuchst du nach oben die Hemme zu strücken. Ja. So. Jetzt sind wir schön warm. Jetzt gehen wir wieder in den Plank. Ja. So, wir gehen jetzt wieder in den Plank, dass wir die Option 2 wirklich durchziehen. Das Level 2 wird jetzt noch ein bisschen anstrengender, aber halte durch. Lass die Bauchmuskeln richtig brennen. Kämpf dich durch. Für eine starke, schlanke Taille.
Und jetzt wieder. Drehen wir uns wieder zur Seite. Und wieder. Drehen wir uns ein. Ne? Runde 2. Du machst das sehr, sehr gut. Halt die Hüfte oben. Richtig schön weit zur Seite rotieren. Yes, hier hast du Hüfte, Bauch dabei. Schräge Bauchmuskeln. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Und 1. Und halte vorne. Und bleib in der seitlichen Position. Drück dich wieder aus der Schulter nach oben. Halten. So, und wenn du mehr willst, ziehst du das obere Bein nochmal dazu. Ja, also wir können das Bein ablegen und dann ziehst du mit den schrägen Bauchmuskeln das Bein ran. Mach dich ganz lang und zieh Ellbogen und Knie richtig zusammen. Mach dich klein und wieder öffnen. Die Hüfte bleibt oben. Noch 4, noch 3, 2 und 1. Sehr schön. Komm zurück in den Plank. Wir kommen jetzt in den Endspurt. Den Blick bleibt auf der Matte. Schultern sind parallel zum Arm oder Arm, die Arme sind parallel zur Schulter. So. Jetzt rotieren wir wieder zur Seite. Ui. Na, für einen starken, festen, routinierten Bauch. Drehen wir uns jetzt nochmal zur Seite. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Und 1. Und jetzt gehen wir zur anderen Seite rüber. Und halten. Einfach halten. Jetzt kannst du das Knie wieder ablegen. Ist kein Problem. Das untere Knie wird abgelegt. Und du ziehst wieder Ellbogen zum Knie. Es ist nicht mehr weit. Du hast es gleich geschafft. Aber zieh. Zieh einfach ran. Und wer mehr will, heb das untere Knie an. Und mach dich aber schön klein. Gib richtig Gas. Zieh dich zusammen. So. Streck dich schön aus der Schulter raus. So, noch 4. 3, 2 und 1 und yeah, Pause, komm zurück zur Mitte, sehr schön, setz die Knie auf, komm zurück in die kindliche Position, Schaltpose, komm Wirbel für Wirbel nach oben, streck die Hände über den Kopf hinaus, streck dich in die linke, zur linken Seite. Du wirst jetzt eine Dehnung in den schrägen Bauchmuskeln führen. Und lehn dich schön nach hinten. Yes, du gehst jetzt zur rechten Seite über, wirst jetzt in der linken Seite eine Dehnung spüren. Das war super. Mach dich nochmal ganz lang. Sehr schön. Das war ein Bauchworkout. Kurz und knapp. Ich bedanke mich. Gib dir ein High Five. Sei stolz auf dich. Danke fürs Einschalten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Matthias. Ciao.